Patienten mit einem Schlaganfall müssen aktiv bleiben und auch trainieren. Worauf man dabei in der Praxis achten muss, erfahrt ihr im Interview. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Interview mit Neuroreha-Experte Prof. Dr. Jan Mehrholz. Herzlich willkommen, schön, Hallo. Dass Sie da sind. Es geht um Aktivität mit Schlaganfallpatienten, das ist ganz wichtig für diese Gruppe. Welche Art von Training ist denn für welche Patienten zu empfehlen? Grundsätzlich muss gesagt werden, dass Patienten genauso wie Gesunde ein Recht haben auf eine gesunde Lebensweise und demnach auch die von der Weltorganisation für Gesundheit, der WHO, empfohlenen Belastungen erreichen sollten. Das wären im Prinzip dreimal die Woche 60 Minuten Ausdauertraining sozusagen, also aerobe Leistung. Und das kann man natürlich bei Patienten unterteilen in kleinere Schritte, in 6x30 Minuten beispielsweise. Aber wichtig ist, dass Patienten sich auch im aeroben Bereich versuchen zu belasten, wenn das möglich ist. Da ist jetzt die Motivation zu diesem Training bestimmt durchaus eine Herausforderung. Gibt es da Praxisempfehlungen? Da gelten die gleichen Probleme wie bei Gesunden. Der innere Schweinehund spielt eine große Rolle. Und da hilft natürlich gut zureden, Patientenleistung rückmelden, dokumentieren beispielsweise über solide Testverfahren, Assessments. Wenn ich mich jetzt in der ambulanten Praxis darauf spezialisieren möchte, mit dieser Patientengruppe Trainingsangebote zu machen, brauche ich da bestimmte Voraussetzungen? Das Gute ist, man braucht eigentlich keine spezifischen Voraussetzungen. Oftmals helfen schon Treppe, schräge Ebenen beispielsweise oder ein Stuhl, wo man eben aufstehen, hinsetzen üben kann beispielsweise. Schräge Ebenen findet man auch sehr häufig und Terrain-Training könnte man auch machen. Wenn man aber ein Laufband hat beispielsweise, dann nutzen wir das Laufband auch sehr gerne, um bestimmte Leistungen sehr spezifisch zu trainieren. Aber grundsätzlich braucht man keine spezifischen Gerätschaften, um aerobe Leistungen mit Patienten zu üben. Muss der Patient bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Selbstverständlich müssen Patienten auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Zum Beispiel müssen sie ausreichend belastbar sein für ein entsprechendes Training. Und da hilft es natürlich, mit entsprechenden Fachärzten eng in Kontakt zu bleiben und Belastungsgrenzen auszuloten, abzusprechen. Ganz herzlichen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen.